Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. So, wir wollen ja eigentlich nochmal kurz nach Prim, um da eine Drogenlieferung oder Medikamentenlieferung anzunehmen. Aber mir wurde ja auch noch gesagt, dank den Kommentaren, dass hier ein Generator repariert werden musste, den ich ja noch komplett vergessen habe. Beziehungsweise übersehen. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so ein großes Ding. Warte, konnte man das gut sehen, als man hier reingegangen ist? Angeblich wurde ein lästiges Lager. Ja. Ein lästiges Lager der Legion. Da dachte ich, dass hier hinten oder so irgendwie so ein größeres Gebäude steht. Aber dass das so halt so ein kleiner Dingensgenerator ist, da bin ich einfach vollkommen dran vorbeigelaufen. So, dieser Generator wurde Quarry Junction mit. Würde Quarry Junction. Meine Güte. Mit Strom versorgen, wenn er funktionieren würde. Wer auch immer ihn zusammengesetzt hat, hatte aber keine Ahnung, was er tat. Viele Teile sind falsch verbunden und angeschlossen. Jemand mit der richtigen Ausbildung könnte den Generator leicht funktionstüchtig machen. Jo, den Generator dauerhaft außer Betrieb setzen und für Ersatzteile ausschlachten. Nee. So, richtig zusammensetzen. Zack. Das wollen wir dann auch gleich nochmal sagen. Was gibt's denn? Ich habe den Generator repariert. Schön, dass ausnahmsweise auch mal was nach Plan läuft. Ich zahle Ihnen das diesmal gleich aus eigener Tasche. Alles klar. Wow. 200. Naja, das ist. Für einen reparierten Generator. Gut, er macht ja auch einiges. Keinen Strom zu haben, ist schon irgendwie doof. So, ab nach. Na? Na gut, die ersten Ladezeiten des Tages dauern immer ein bisschen länger. So, wo ist er? Irgendwo da vorne. Ist das etwa ein RNK-Soldat oder steht er da unten? Dir fehlt ein Helm. Nelson gehört zu uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Hey, hey, was kann Tyrone für Sie tun? Was machen Sie hier? Ich liefere den Truppen in Prim nur ein paar Sachen. Bin in Kalifornien stationiert, aber komme ein paar Mal im Monat über die Grenze. Wie gefällt es Ihnen, Teil des RNK-Militärs zu sein? Ist wohl besser, als Bauer oder Brahmin-Hirte zu sein. Solange ich nicht an die Front muss, bin ich ein glücklicher Mann. Ein Freund von Sloan hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen nach chemischen Vorräten fragen soll. Wollen Sie, dass man mich erwischt? Reden Sie mal leiser. Lieutenant Hayes hat mich eh schon auf dem Kicker. Ich habe Choms schon gesagt, dass die RNK langsam Verdacht bei diesen verlegten Vorräten schöpft. Mehr Risiko, mehr Kosten, 300 Kronkorken mehr. Bitte was? Schwarze Witwe, vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Es wird sich für Sie lohnen, das können Sie mir glauben. Hm. Tut mir leid, aber wegen der ganzen Muskeln höre ich. Oh Gott. Wenn ich was sage, dann wird jemand anderes und nicht mehr Sie die Lieferung nach Nevada machen. Wir haben schwarze Witwe bis jetzt so wenig benutzt, ne? Ich mach's mal. Tja, das letzte Mal ist schon eine Weile her. In Ordnung. Machen wir es so. Okay. Lieutenant Hayes über die Schmuggelaktion der Großkanne informieren. Oh! Ja, was machen wir da jetzt? Mit der RNK stehe ich schon gut genug. Theoretisch
Könnte ich mich... wie stehe ich mit den Großkarten? Moment. Red Rock Canyon war... Ach, wo war jetzt nochmal Red Rock Canyon? Da. Auch vergöttert. Also, es macht eigentlich keinen Unterschied. Nur, wenn ich den jetzt bei Haze verpfeife, werden dann die Großkarten in Quarry Junction auch böse? Oder werden die feindlich oder nicht? Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, was passiert, wenn ich das mache. Weil wenn sie einfach nur nicht feindlich werden, sondern einfach nur sagen, ach, blödes Arschloch, komm, wir verziehen uns, dann würde ich es Haze geben. Aber wenn sie feindlich werden würden, würde ich doch tatsächlich die Chemikalien bei denen abgeben. Wir sind bei beiden vergöttert. Ach komm, ich gehe mal das Risiko nicht ein. Ach, Mensch, wir haben doch die Kraft des Speicherns. Dann kann ich das doch gerade machen. Komm, dann gehe ich. Zack, zack. Falls ich aus Versehen wieder schnell speichern drücke, mache ich es lieber so. Und dann gucke ich erstmal, was passiert. Außerdem, und das habe ich auch noch in den Kommentaren gelesen, wir können ja Veras Kleid an Veronica geben. Das wollten wir ja auch noch machen. Wo ist Haze? Da vorne irgendwo. Toll, ja. Ich komme an hier durch. Nee, hier nicht. Der steht hier einfach so. Warum auch nicht? Ja. Tyrone hat den Großkern Chemikalien zur Drogenherstellung verkauft. Hier, das habe ich von ihm. Tyrone war nicht berechtigt, das herauszugeben. Es gab Berichte, dass unsere Vorräte von den Großkernen zur Drogenherstellung missbraucht wurden. Bisher hatten wir nie stichfeste Beweise. Die meisten Drogen landeten bei den Unholden, einer Horde Verrückter, die sich häufig mit der RNK anlegen. Wir müssen eine gründliche Untersuchung aller unserer Quartiermeister durchführen und schlampige Buchhaltung unterbinden. Danke sehr. Waren außer Tyrone andere RNK-Bürger an diesen Schmuggelaktionen beteiligt? James Lewis, der Vorarbeiter in Sloan, war ebenfalls in der Sache verwickelt. Also, ja. Also es ist berechtigt, das hier jetzt eigentlich zu sagen, weil durch die Drogenherstellung werden die Unholde aufgeputscht, die dann ja andere RNK-Soldaten töten. Also gehen die Toten von den Unholden auch irgendwie auf die Kappe der Leute, die bei dem Drogen- oder Chemikalienherstellung helfen. Allerdings muss man auch sagen, James Lewis bei Sloan hat es auch nicht gerade einfach, weil er seiner Arbeit eben wegen der RNK auch nicht wirklich nachgehen kann. Weil die sich ja nicht um die Pulverbanditen gekümmert haben, für die die verantwortlich waren. Also ich würde mal sagen, das zu unterbinden, den Drogenhandel war gut, aber ihn zu verpfeifen wäre unfair. Würde ich sagen. Deshalb würde ich mal sagen, nein, sonst gab es da niemanden. In Ordnung. Danke für Ihre Hilfe. Madam? Alles klar. Dann will ich gerade mal schnell gucken, ob die jetzt feindlich gesonnen sind. Nein, das ist gut. Obwohl, wenn ich jetzt mit den rede, springen. Danke. Mal gucken, was dann passiert. Kann man nicht vertrauen. Passen Sie auf sich auf. Was wollen Sie nun schon wieder? Ihr Lieferant ist aufgeflogen. Es wird keine Chemikaliennachschub mehr geben. Aha. Und wie genau ist das passiert? Ganz einfach, ich habe ihn angeschwärzt. Er war schlampig und hat den falschen Leuten vertraut. Theoretisch ja. Tja, scheiße. Jetzt muss ich mit leeren Händen nach Red Rock zurückkehren. Danke, dass Sie mir helfen wollten. Cool, keine Lüge erzählt und trotzdem nicht aufgeflogen.
Ich würde sagen, das war im besten Interesse aller Parteien. Hauptsächlich meiner. Gut. Dann Sloan, gucken, was Sean Lewis dazu sagt. Was gibt's denn? Nichts. Okay. Gut, dann Hidden Valley. Im Prinzip kann ich da auch hingehen, aber was soll's. Ah, okay. Musste erst laden, die Textur. Ja. Wo genau war jetzt Hidden Valley Bunker, Hidden Valley Bunker? Das der? Oder welcher war das? Das müsste er gewesen sein, ne? Warte, haben wir Veras Kleid überhaupt dabei? Ja. Ach nee, sie ist ja nicht im Hidden Valley Bunker. Sie macht sich ja in, hier, Outpost 188 oder so breit. Stimmt ja. Die hatte da ja ihren festen Platz. Hier oben? Ja. Ja, ist jetzt doch schon etwas auffälliger, so hier rumzustehen. Man könnte gar nicht denken, dass sie bei der Bruderschaft ist. Wie sieht's aus? Ich habe... Oh, ja. Das... Wow, cool. Wirklich? Wo? Oh mein Gott, ich meine... Ich dachte... Ich weiß gar nicht mehr, was ich meinte, was mit ihm passiert sei. Aber sie haben gar nicht ihr Gute-Neuigkeiten-Gesicht auf. Ich musste ihn in eine Art Vorkriegsgefängnis einsperren. Wirklich? Wo? Es spielt keine Rolle. Er starb, als wir uns nach Hidden Valley zurückzogen. Ich habe nicht erwartet, ihn wiederzusehen. Niemand hat das erwartet. Hat er etwas gesagt, als Sie ihn getroffen haben? Irgendwas? Einfach irgendwas? Es gibt etwas, das ich Ihnen geben wollte. Wo haben Sie das her? Ich hatte wohl recht mit den schlechten Neuigkeiten. Die gleiche Miene setzte der älteste McNamara immer auf, weil meine Beförderung angestanden hätte. Können Sie es für mich zuerst aufschließen? Über diesen Punkt war er etwas ungenau. Was haben wir denn für ihn, für Sie? Es ist eine Nachricht, der Ausgang liegt bei Ihnen. Das hier klingt irgendwie so, hier, das ist eine Bombe, schließen Sie mal zuerst auf. So klingt das für mich gerade. Weil ich absolut keine Ahnung mehr habe, was wir für Sie haben. Ja. Dachte ich mir schon. Er entfernte sich schon seit längerer Zeit immer mehr. Macht es Ihnen was aus, wenn ich mir die Nachricht mal anschaue? Ah, hier. Das anzusehen war nicht leicht für mich. Ergibt das einen Sinn? Die Teile, die ich verstanden habe? Nicht wichtig. Abgesehen von all dem Müll war es nur ein Abschied. Sorry, ich fühle mich nicht wirklich toll. Mir schwirrt ein wenig der Kopf. Oh, ich glaube, er hat mir ein Geschenk hinterlassen. Vielleicht kann ich damit mehr anfangen als er. Elijahs letzte Worte erhalten, okay. Müssen wir jetzt Boone wirklich zurückschicken? Oh, tut mir leid. Ich will nicht als drittes Rad herhalten, okay? Boone, ich hol dich gleich wieder ab. Ich muss eigentlich nur ein Kleid abgeben. So, Zack.
Tja dann. Jupp, jupp. Zack. Und weg. Ach, dass wir sie dafür extra als Begleiter rekrutieren müssen. Auf geht's. Machen wir ein bisschen Ärger. So. Bevor ich das jetzt mache, will ich erstmal gucken, Elijahs letzte Worte. Wenn wir das hier sehen. Nee. Das hier können wir sehen, das andere aber nicht. Ja gut, wenn wir das nicht sehen können, dann... Naja. Wie sieht's aus? Gebe ich ihr das als einfach über Ausrüstung tauschen oder können wir irgendwie damit über sie reden? Ich muss mal mit Ausrüstung tauschen. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Tatsache. Veras Kleid. Vater Leisures Gewänder müssen wir auch noch abgeben. So. Wie sieht's aus? Okay. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nehmen wir das mal zurück. Ich habe gehört, der Boss einer der Strip-Familien hat sich in Luft aufgelöst. Puff. Müssen wir es ihr doch irgendwie anders geben? Wie sieht's aus? Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie willst du das nicht tragen. Gegenstände, erzählen Sie mir von sich. Wieso ist das noch hell unterlegt? Werden Sie von den anderen Mitgliedern der Bruderschaft respektiert? Wenn es Respekt ist, mich möglichst weit von Hidden Valley wegkriegen zu wollen, weil ich zu viele schwierige Fragen stelle, dann ganz sicher. Das heißt nicht, dass ich nicht mit Ihnen auskomme. Ich glaube nur, dass Sie manchmal nicht wissen, was Sie mit mir anfangen sollen. Okay. Ja, wie kommen wir jetzt auf das Kleid? Ich hab... Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sie trägt es nicht, sie freut sich irgendwie nicht drüber, also irgendwie... Oder gibt es dann einen Unterschied zwischen den beiden Kleidern, weil wir das eine ja von Vera selber haben, also von ihrem Leichnam, und das andere, was in dem Safe war. Es wird ja auch nicht angezeigt, dass wir Veras Kleid zweimal haben. Das ist irgendwie ein Anzeigefehler. Also, das wäre das Einzige, woran ich jetzt noch denken könnte. Das heißt, ich hole mir mal das zweite Kleid auch noch und gebe ihr einfach beide. Und dann gucke ich mal. Dann können wir hier nämlich Boone auch gleich nochmal direkt wieder rekrutieren, wenn das nicht klappt. Ich weiß, wer gewinnen wird. Legion oder RNK. Für uns hier... So. Der ABC-Anzug, Giftresistenz, wow. Veras Kleid. So. Ich hätte mir was zum Lesen mitnehmen. Och, gerade. Wie sieht's aus? So, dann gebe ich dir jetzt mal beides. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Eins und zwei. Sie sagt irgendwas, aber irgendwie auch nicht. Und sie trägt es nicht. Sie bleibt lieber bei ihren Lumpen. Dann habe ich keine Ahnung. Wie sieht's aus? Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie... was soll's. Gut, dann packen wir eins davon wieder zurück. Genauso wie Vater Elijahs Gewänder. Die Powerrüstung. Können wir eigentlich verkaufen?
Weil es sieht irgendwie doof aus. Obwohl, nee, dann lassen wir es lieber hier drin. Es sieht irgendwie doof aus, wenn sie damit an Powerrüstung steht, wenn sie sich eigentlich halt unauffällig geben soll. Ist irgendwie komisch. Funktioniert nicht so ganz. Okay, dann kannst du wieder weg. Warte, das mache ich lieber draußen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht Probleme gibt, wenn man Begleiter in einem Raum lassen, wegschickt. Wie sieht's aus? So. Okay, dann bin ich wohl wieder im... Jemand hat endlich diesen kranken Hurensohn Motorrunner erledigt. Recht so. Dann holen wir uns jetzt Boon und dann machen wir die letzte, ich glaube, die letzte Nebenquest, die wir noch so haben, ne? Chief Handel mitteilen, was gemeinsam mit Sergeant Rice. Was gemeinsam mit Sergeant Rice herausgefunden wurde. Reese? Rice? Wie auch immer. Ist es schon soweit? Halt, nee, wir müssen ja erst noch was anderes machen, bevor wir das machen. Kann jeder. Das wollten wir ja erst nachdem machen, nachdem wir einen kleinen Besuch in Cottonwood Cove gemacht haben. Beziehungsweise in Fortification Hill. Oder beziehungsweise ne, das vor Fortification Hill. Naja. Nun gut. Ich hoffe, das reicht dann auch endlich, um Boons Personal Quest voranzutreiben. Oder genug voranzutreiben.